Ist Bruno Söhnle wirklich der günstige Einstieg in die Welt der Glashütteruhren? Bleibt dran! Die Antwort gibt's in meinem Video. Hallo und willkommen bei WatchMaxes Uhrenvideos. Mein Name ist Axel und ich freue mich, dass du wieder reingeklickt hast. Bruno Söhnle, eine neue Marke auf meinem Kanal und ich bin richtig froh, sie euch zeigen zu können. Ihr müsst entschuldigen, dass ich ab und zu trinke. Wir haben es extrem warm und wenn ich nicht zwischendurch trinke, dann geht die Stimme weg und das macht sich in dem Video nicht wirklich gut. Bruno Söhnle ist eine Glashütter-Uhrenmarke. Und die Preise gehen bei circa 350 Euro los und gehen nach meiner Recherche bis knapp unter 3000 Euro. Das heißt, in die Welt der Glashütteruhren ist das nach meiner Recherche der günstigste Einstieg. Aber ist es auch ein guter Einstieg? Bekommt man dort wirklich einen reellen Gegenwert für sein Geld oder aber gibt man Geld für etwas aus, was es vielleicht nicht wert ist? Ich habe die Uhren mir angeguckt, ich habe mehrere Uhren auf dem Tisch gehabt. Es kommt noch eine Serie mit sehr detaillierten Reviews zu den Uhren, aber eine kurze Zusammenfassung möchte ich euch in diesem Video schon geben. Zunächst aber einmal einen kurzen Überblick, wer ist Bruno Söhnle überhaupt? Gibt es ihn überhaupt oder ist das ein Kunstname? Ja, Bruno Söhnle gibt es wirklich. Bruno Söhnle ist also eine natürliche Person, hat, bevor er seine eigene Marke gegründet hat, in einer Großuhrenfabrik gearbeitet, war also schon sehr lange mit Uhren beschäftigt. 1990 hat er bei Mühle Nautische Instrumente gearbeitet, hat dort den Vertrieb mit aufgebaut, ist also sowohl aus der Produktionsseite der Großuhrenfabrik als auch der Vertriebsseite bewandert und hat im Jahr 2000 dann seine eigene Marke Bruno Söhnle gegründet. Er hat begonnen mit Quarzuhren, was auch heute noch einen Großteil des Segmentes ausmacht. 2008 kam die erste mechanische Uhr dazu und im Jahr 2009 hat seine Tochter Stefanie die Geschäftsführung übernommen oder ist zumindest in die Geschäftsführung mit eingestiegen. 2010 kam die erste Automatikuhr dazu und im Jahre 2014 gab es eine ganz neue Produktlinie, die Facetta oder Facetta, ich weiß nicht, ob er es Deutsch oder Italienisch ausspricht, 1957. Allgemein sind viele seiner Modelle mit Städtenamen versehen, aber auch andere Namen finden hier Anwendung. Ich finde, alle Bruno Söhnle Uhren sind wirklich als Bruno Söhnle Uhren erkennbar. Sie haben eine gewisse Opulenz, sie haben eine gewisse Größe, auch als Quarzuhren. Darauf gehe ich aber gleich nochmal ein klein wenig mehr im Detail ein. Was ich persönlich extrem humorvoll finde, ist eine Uhr Rondo zu nennen, Rondo 3, und die dann quadratisch zu machen. Das finde ich echt klasse und es entbehrt wirklich nicht einem gewissen Humor. Wenn wir uns die Uhren anschauen und ich scroll hier mal, während ich spreche, durch die Webseite, dann seht ihr, dass das alles oder überwiegend sehr auffällige Uhren sind, die mit vielen Elementen spielen, mit unterschiedlichen Farben spielen. Es sind viele Chronometer dabei, es sind retrograde Anzeigen dabei, es sind unterschiedlichste Bandvarianten dabei. Also da kann man wirklich ganz viel verschiedene Sachen entdecken. Was mir insgesamt aufgefallen ist, und das kann ich auch bestätigen bei den Uhren, die ich auf dem Tisch hatte, die Quarzuhren sind durch die Bank relativ groß im Sinne des Durchmessers, als auch relativ hoch und schwer. Also man hat da wirklich Gewicht am Arm und sehr präsente Uhren, also durchaus günstige Dresser für
breite, große und stämmige Arme. Die mechanischen Uhren, die Automatikuhren, die Handaufzugsuhren sind erstaunlicherweise etwas leichter, etwas flacher, etwas kleiner als die Quarzuhren. Also eigentlich genau andersrum, als man es erwarten würde. Finde ich sehr erstaunlich, werde ich aber in den einzelnen Detailvideos auch noch drauf eingehen. Ich werde euch mehrere Bruno Söhnle Uhren über die nächsten Wochen zeigen. Und da werdet ihr auch ein paar der Bruno Söhnle speziellen Designelemente von mir gezeigt bekommen. Aber wie ihr hier schon sehen könnt, wirklich ein unglaublich großes und breites Portfolio. Der Schwerpunkt der Preisgestaltung liegt zwischen, ich würde mal sagen, 500 und 800 Euro. Es gibt Modelle, die liegen deutlich drüber, insbesondere die mechanischen Modelle liegen deutlich drüber. Es gibt aber auch teurere Quarzmodelle, wobei ich sagen muss, dass auch die Quarzmodelle in der Regel eine... Na, das war jetzt natürlich klasse, da hat gerade mein iPad gebimmelt, das werde ich jetzt nicht neu besprechen. Ganz viele verschiedene Facetten könnt ihr entdecken. Bruno Söhnle ist in jedem Fall als Bruno Söhnle erkennbar und das wiederum finde ich sehr gut. Auch wenn es vielleicht nicht hundertprozentig mein Stil ist, hat das keinerlei Aussage über die Qualität der Uhren, denn alle Uhren, die ich auf dem Tisch hatte, fand ich für den Preis mehr als fair, was die Qualität betrifft. Sie sind sauber gearbeitet, sie sind vor allen Dingen auch stringent im Sinne der Designausrichtung der Marke. Das finde ich immer ganz gut, dass man keine Marke hat, die man nicht eindeutig zuordnen kann. Bei Bruno Söhnle fällt mir das sehr leicht. Ich glaube, beinahe jede Uhr, die man mir zeigt, könnte ich sagen, die passt in das Sortiment. Ob es unbedingt eine Bruno Söhnle ist, das ist etwas schwerer zu sagen. Aber ich kann zumindest sagen, sie passt in das Sortiment, sie passt in die Ausrichtung. Und das finde ich gut, weil man genau weiß, was man bekommt, wenn man bei Bruno Söhnle reinschaut. Man wird kaum eine sportliche Taucheruhr finden, man wird kaum eine Fliegeruhr finden, aber man wird sehr viele größere, schwerere und auch höhere Dresser finden mit entsprechend vielen Farb- und Designkomponenten in einer Uhr vereint. Das ist die Stilrichtung und darauf werde ich in den nächsten Wochen noch im Detail eingehen und euch das auch im Detail bei den Reviews zeigen. Ja, das war Bruno Söhnle für heute. Bleibt gesund, erfreut euch an euren Uhren, bleibt mir gewogen und freut euch auf meine nächsten Videos. Bis dahin, tschüss, euer Axel.